Ja, Momo Leute, euer Zero hier und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Ark. In der letzten Folge haben wir zwei Raptoren gezähmt, ein Parasaurus umgenockt und ihm ein paar Sachen zu essen gegeben. Und nun befinden wir uns auf dem Weg, zwei Eier zu klauen. Das Ganze wird natürlich nicht so leicht sein, wie ich es mir vorgestellt habe. Guckt es euch einfach an. Viel Spaß. Aber die sind doch eigentlich auch nur zum Essen da, oder? Ja. Aber die sind haltbar auf ewig. Echt? Das ist cool. Oh mein Gott! Lauf nicht in meine Richtung! Lauf nicht in meine Richtung! Nee, ich merk schon. Okay, nein, ich hier laufe in die andere Richtung. Alles gut. Weil das ist auch so ein Dino, den ich nicht zuordnen kann. Ich weiß nicht, ob der böse ist. So ein kleiner. Huch. Und? Oh Gott, er kriegt mich, oh Gott. Sicher, dass ich dir nicht vielleicht doch helfen soll mit dem Raptor? Nein, sonst stirbt noch dein Raptor. Ich laufe einfach weg, dann Na passt das schon. gut. Er hat mich schon wieder in Ruhe gelassen, alles gut. Aber ich habe zwei Na dann Eier. ist gut. Sehr schön. So kann ich dich einfach zähmen, nö, ne? Wen willst du einfach ziehen? Ach, keine Ahnung, hier so ein Gürteltier. Vielleicht können die ja irgendwas Interessantes. Ja, also die meisten Tiere sind natürlich für irgendwas gut. Zum Gürteltier kann ich Halt! mir gut vorstellen, dass er Stein zertrümmern kann, ganz gut und sammeln kann. Ja, garantiert, wo so wie er mit seinem Schwanz au, zuschlagen kann, Oh, vor allem. was? Der Stego ist doch hinter mir her. The fuck? Au! Oh. Ja, und ich habe hier, glaube ich, jemanden verärgert, den ich nicht hätte verärgern sollen. Ich dachte, er hat mich in Ruhe gelassen. Nein, hat er nicht. Ganz ehrlich, die Gürteltiere sind voll. Oh. Na, ist dein Raptor gestorben? Oh. Naja, noch nicht, aber das Level 51. Okay, jetzt ist Ruhe. Gott, Stego, bitte greif, bitte greif nicht unsere Hütte an. Nee, er läuft weg. Ah, ich bin so gut wie tot. Ich bin am Verhungern und so. Ich glaube, ich das ja schaffe. Schaffe ich den Sprung? Ich habe keine Ahnung, was das Vieh hier macht. Na komm, Stego, töte mich, dann bist du zufrieden. Komm, tu's. Mach es. Ich bin gestorben, bevor er mich erreicht hat. Ach Gott. Mann. Kommt, Leute, lasst uns abhauen. So, ich hoffe, das hat echt mein Oh Raptor Gott. jetzt nicht getriggert. Okay. Oh Gott, hin. Puh, ich sollte, wenn ich irgendwie kleine Tiere angreife. Übrigens, Oh. der Bär ist zahm, der tut einem nichts. Oh doch, er tut einem was. Ja, ich wollte gerade sagen. Okay. Gut. Lass dich doch einfach von dem Vieh töten. Ja, ich wollte es testen, wenn ich schon sowieso irgendwo am Arsch der Welt gespawnt bin. Wir brauchen halt richtige Betten, die nicht kaputt gehen, wenn man aufsteht. Ach so, das war schon wieder kaputtes Bett. Ja. Ja, stimmt, das war weg, ja. Ah. Nee, nee, okay, die anderen sind cool geblieben. Sehr schön. So, jetzt muss ich erst mal gucken, wie es meinem Raptor geht. Oh, es geht eigentlich. Wir haben ihn ganz gut verkraftet. Ja? Ja. Ist er tot? Nö, ich glaube, der liegt da irgendwie noch rum. Der hat sich eingeigelt. Achso, dann habe ich Guck. ihn gesehen, weil ich genau da gespawnt bin. Ja. So, ich bin zwar gestorben, aber ich habe seine Eier. Ich bin sehr glücklich. Hört sich jetzt irgendwie falsch an. So. Zeit, eine neue Kiste zu bauen. Ich baue gleich zwei. So. Siehst du, jetzt habe ich so eine Angst gehabt, jetzt habe ich gar kein Stroh gesammelt. Verdammt. Hey, oh Gott. Mitten Was? in der Transaktion ist der Akku meiner Maus leer gegangen. Jetzt hängt mein Stück Holz in der Luft. Ist blöd. Weil ich war kurz vor zu Hause
Und plötzlich greift mich irgendwas von hinten an. Ich drehe mich um, ist das so ein Stego? Ich dachte, hä? Woher kommt der denn? So. Oh, Erdbeben. Gut, dass ich gerade neue Truhen gebaut habe. Ja. So, aber ich will eher Edelsteine haben. Scheiß auf Holz und Steine und so. Was? Ja, Holz ist ziemlich Mangelware, ne? Ja, stimmt schon. Also Holz nehme ich auch mit, aber... Raptor? Was geht denn mit ihm? Wieso? Keine Ahnung, ist auf einmal weggelaufen. Mein Macker hat Beben nicht. Weiß nicht. Gucke da. Vielleicht zerwillt auf das Viech. Vielleicht kommt es jetzt wieder. So wie der Stego eben bei mir, der mich eine halbe Ewigkeit verfolgt hat. Obwohl ich dachte, er hat schon genug. Das kann sein. Wo steht der Para? Nicht, dass der jetzt dann alleine... Mein Para ist auch weggelaufen, ne? Scheiße. Nee, der ist hinter dir. Nee, ach so, okay, alles klar. Gott. Macht mir doch nicht immer so eine Angst, Kiddas. So, jetzt muss ich meinen Raptor gucken, wo der ist. So, mit dem Holz, das ich gerade gefunden habe, mache ich erstmal das Lagerfeuer. Lauf doch nicht weg, Raptor, nein. Oh, das ist meine Leiche. Fleisch umsonst. Ja, neun Fleisch, easy, packe ich auf den Grill. Ich esse mich jetzt erstmal selber. Jo, na dann. Ist wirklich wieder aufgestanden, das Vieh. Und jetzt chillt er hier wieder. Hä? Ach Gott. Okay, der Para hat's gar nicht drauf. Willst du mir vielleicht helfen oder so? Ich? Ja, das wäre gut. Ich komm gleich, warte. Ich zieh mir nur kurz Sachen an. So. Weil der ist Level 51 und wenn der zuhaut, das tut echt weh. Aber er ist scheiße langsam, ne? Ja. Ich bin durstig. Ich muss aber kurz zurück. Wir brauchen halt endlich irgendwelche vernünftigen Waffen. Ich habe einen Bogen. Was ist denn los? Boom. Und zwar nur 11 Pfeile, aber egal. Ja, aber es wäre ja schon mal besser als der Speer. So, wenn wir das Viech töten, kriege ich ein Level up. Huch, was war das denn? Keine Ahnung. Ich weiß nicht mehr, ob er wirklich Schaden bekommt. Wenn er sich eingerollt hat? Ja. Weiß ich nicht. Also von mir kriegt er, glaube ich, gar keinen Schaden, habe ich da gerade das Gefühl. Also schlagt ihr jetzt gerade zu dritt auf ihn ein, oder was? Nein, die Dinos sind ja so ruhig. Hm. Warte. Ich werfe mal einen Bowler auf ihn, mal gucken, was passiert. Ja. Jo. Aha. Aber ich kriege immer noch keinen Schaden, ne? Oder? Was machst du? Mein Speer kaputt. Dein Speer kaputt? Ich kann ihn auch nicht reparieren. Er ist blutig. Schaden? Nee, ne? Ja, schon, aber das war's halt auch. Hast echt keine Chance gegen das Vieh. Gut, okay. Komm. Du hast wenigstens 5 Schaden gemacht. Das ist in Ordnung. Und Raptor, kannst du mal bitte mitmachen? Der wehrt sich ja nicht mal. Was ist denn los? Nee, keine Ahnung. Irgendwie ganz komisch. Der ist halt gerade in seinem eingerollten Modus. Ich glaube, der kriegt halt auch keinen Schaden. Deswegen greifen die Dinos wahrscheinlich auch nicht mehr an. Aber, wie gesagt, da ich jetzt wenigstens 5 mache, denke ich mir, ja, YOLO. Irgendwie ganz komisch. So, also, was brauche ich denn für mein Speer? Ja, aber nimm mal lieber deine Bola wieder mit, nicht, dass die nachher noch kaputt ist. Holz. Also ich kann sie gar nicht mehr mitnehmen. Ist bestimmt schon weg. Ach so. Ich muss auch kurz Holz organisieren. Mach das. Ich mache hier derweil im Sekundentakt 5 Schaden. Oh mein Gott, nur weil wir keinen Raptor-Sattel haben. Stell mal vor, wenn ich einen Raptor-Sattel hätte,
Das wäre richtig cool. Nee, sag aber, dir wird gar kein Schaden angezeigt. Krass. Was mit deinem Bogen? Test mal. Headshot. Vier. Vier. Na gut, okay, dann macht der Parasaurus mehr Schaden. Ein mehr. Naja, wenn ich jetzt zum Beispiel mit dem Speer. Nö. Der wird gar nichts. Oh Mann, ey. Das kann sich hier nur noch um Stunden handeln. So, haben wir nicht noch irgendeine schöne Story aus unserem Leben, Wie heißt die wir das in der Viech Zeit denn? erzählen können? Ich glaube, ansonsten wird es ein bisschen langweilig zum Zugucken. Oh, vielleicht kann ich ihn hier betäuben. Habe ich auch schon versucht. Dir wird sogar die Scheiße schlecht. Oha! Wer ist tot? Boom, wir haben es geschafft, Mann. Cool. Dann guck mal, was du rauskriegst. Keratin, Leder, Fleisch. Yeah. Und es hat ein ordentliches Level abgegeben. Jo. So. Also, ich weiß nicht, für mich doch, für mich auch. Also wir könnten jetzt Holzsachen sogar machen. Aber ich mache jetzt nächstes Mal das Bett. Ja, das wäre super. Ne, wobei Ansonsten ein hätten. Level up. Hä? Ein Level up hat es gegeben. Ja. Ja, ein halbes, ne? Insgesamt. Kann sein. So, Fundament aus Holz. Jetzt kommen erstmal die Holzsachen. Stimulantien. Hält dich wach, aber lässt dich dehydrieren. Toll. Ja, nö. Brauche ich auch alles noch nicht. Das dauert noch, bis es wieder, ja, schön wird. So. Bis was das Haus oder was? Ich glaube. Oh Gott, sorry. Huch. Das war meine Flasche. Okay. Ich glaube, mit 15 haben wir einen Floß bekommen, ne? Das kann sein. So, ich kümmere mich erstmal weiter um meinen Raptor. Der muss ja schön gelevelt werden. Damit er Ja, mach das später Tisch. schön Ja, stark wird. genau. Richtig. Am besten nimmst du den Penner mit, damit er dir schnell die Level gibt. Ja, mein Raptor steht ja hier. Hat Spaß. Ach so. Ja gut. Stimmt. Ich dachte, mit ihm so kleine Viecher töten. Nö, also der steht hier jetzt direkt neben der Penner und freut sich über seinen Buff. Ja. Das ist der Plan. Oh, Pilze sind nachgewachsen. Ah, cool. Also die Pilzbäume. Sehr schön. Wie sind die beiden jetzt auf die linke Seite gekommen, ey? Wer weiß? Die Spinne springt um den, wie hieß der nochmal? Spino herum. Okay. Die spielen miteinander. Jetzt steckt sie wieder auf den Boden, die Spinne. Hier doch irgendwelche Macken. Ja, die scheint einfach nur verpackt zu sein. So. Endlich hier ein paar Bäume gefunden. Ohne gefährliche Dinos drumherum. Ja, ist ja immer so So. eine Sache, ne? Mein Parasaurus muss ich noch abholen, ne? Ganz vergessen mal den Ja. ganzen Stress. Warte, was bist du? Ich glaube, ich habe die fleischfressende Pflanze gefunden. Ja, die Pflanze, die da rumsteht in der Ecke, da. Das ist so eine Blume mit so Ja. einem, keine Ahnung, wie so ein Mund oder so, also so eine Zunge, was die da raussteckt. Genau. Ja, die sieht irgendwie ein bisschen strange aus.
Stein. Hier ist nämlich gerade ein Parasaurus gespawnt, den hole ich mir, Alter. Stimmt, du brauchst auch noch wieder einen. Ja, ich habe ja schon einen gezähmt, der steht irgendwo in der Valhalla, falls er nicht tot ist. Ach so. Kann sein, dass irgendjemand gekommen ist und dachte sich, hey, cool, da steht ein Parasaurus, den esse ich jetzt mal. Ja. Gar nicht so unwahrscheinlich. So, aber diesen Parasaurus, den werde ich fressen. Toll. Oh, sollte auch wieder zurückkommen. Oh, hier geht echt alles kaputt bei mir. Ja. Zuerst mein Speer, dann meine Axt. Oh Mann. Das ist blöd. So. Den habe ich gesnackt. Ich glaube, jetzt müsste ich auch genug Leder haben für meinen Parasaurus-Sattel. Ja, das wäre super. Wie gesagt, ich bin auch auf dem Weg zurück. So, wo habe ich hier meinen Parasaurus jetzt gezähmt? Wieso liegt da hinten eine Leiche von mir? Weil, weißt du, weil da wahrscheinlich so einige Leichen von dir rumliegen. Nee, ich bin da hinten nicht gestorben. Und hier ist auch so ein Wolf. Ist das vielleicht mein Parasaurus, der gestorben ist? Was, und da droppt deine Leiche? Nee, das ist einfach nur ein Strahl, keine Ahnung. Vielleicht zeigt er jetzt auch die Leichen von deinen Viechern an. Hm. Ist mein Parasaurus. Es gab doch einen Knopf, womit man seine Paradingenskirchens anzeigen konnte, oder? Da konnte man sie irgendwie durch Wände sehen. Boah, das weiß ich nicht mehr. Genau hier hatte ich aber einen Parasaurus gezähmt, der ist nicht mehr da. Den hat wirklich irgendjemand weggesnackt. Das ist voll gemein. Das war bestimmt der scheiß Bär. Oder das Skorpion da hinten. Ich will gucken, warum leuchtet das da? Ich bin da hinten nicht gestorben. Ach doch, der Bär. Ah, okay. Jetzt weiß der ich Bär? Nicht. Ja. Ich habe mich doch mit dem Bär angelegt. Hm. Ich habe mich doch gefragt, ob er friedlich ist. Och Mann, mein Parasaurus! Ach Mensch. Das ist Mobbing. Ja. Ja, hier liegt ein Rucksack. So. Oh. Ein Rucksack von Parasaurus Level 12. Naja, zumindest habe ich meine Bären wiederbekommen. Ja, heißt noch einen. Ja. Weißt du, wenn wir alles so viel so gut sehen könnten wie Parasaurus. Dann? Dann hätten wir, dann wären wir schon richtig gut. Wir haben zwei Raptoren, das ist doch schon nicht schlecht. Ja, das ist schon ziemlich cool. Na, guckst du nach meinem Fleisch? Ja, ne? Ja, mein Fleisch riecht lecker, ne? Das ist dein eigenes. Hältst du von der Katze? Nein. Also, so ähnlich. Der Raptor guckt fast so ähnlich. Weißt du, jetzt, wo ich gegessen habe, kommt er ganz nah mit seiner Schnauze. Ja, ich nur da. Sieht aber gut aus. Ja. Oh, ich will endlich einen Eisenspeer haben. Die scheiß Holzspeere gehen immer so schnell kaputt. Apropos Eisen, wir müssen noch die Eisenquelle finden. Ja, das stimmt. Wir müssen noch so einiges finden. Aber erstmal müssen wir stärker werden und sicherer. Ich finde nicht mal Bäume. Das kommt noch dazu. Muss bis dahin laufen. Hätte ich einen Parasaurus, wäre das alles kein Problem. Also das ist der zweite Parasaurus, der mir gestorben ist. Stimmt. Und diesmal hast du nicht mal Dinos dafür gekriegt, ne? Ja. Das war bestimmt dieser verkackte Bär, der ihn getötet hat. Wir haben es nicht mal bemerkt, es hätte oben stehen müssen, dass der Parasaurus tot ist. Oder? Es stand, glaube ich, auch irgendwas da. Ja? Kurz bevor der Bär dich getötet hat, stand irgendwas von Parasaurus. Den Bär zählen wir uns auch noch. Also es sei denn, er ist schon tot. Eigentlich nicht, ne? Nö, der chillt da noch. Ja. Das wird unser neues Haustier. Der würde ein Bowler, würde, glaube ich, da auch reichen. Ja, das kann sein. Sieht auf jeden Fall nicht so mächtig aus. Aber es ist halt die Frage, ob man den vielleicht vorher lieber mit einem Betäubungspfeil betäuben sollte. Ja, mit ein paar Betäubungspfeilen.
Ja. So, ich komme erstmal zum Essen zurück und dann suche ich mir mein Parasaurus. Mach das. Oh Mann. Was für eine Scheiße. Nichts kriege ich hier. Nichts. Ist voll gemein. Ja, Oh, da hinten bist du. ich komme gerade zurück. Hab die Pilze abgeerntet, die endlich wieder da waren. Ich will irgendwann noch unser Haus fertig kriegen. So. Geh einfach in. Ach, ja, da sind zwei Spinos. Toll. Raptorius Arschlochus. Ja. Seit er mich getötet hat, er hat's verdient. Ja. Verpiss dich, Magmul. So. Weißt du, 1,5 Stunden, ich hab zwei verloren. Zwei. Ja, sowas ist echt gemein. Was brauche ich noch für einen Bowler? Ich glaube, Stein fehlt mir noch. Na gut, Stein haben wir auch mehr jetzt genug. Irgendwann teste ich auch die Bola am Nacktmull, vielleicht hilft das ja. Ja. Oh. Oh. Denn die nur durch die Strohwand. Hallo. So, also zumindest ist unser Haus jetzt schon mal geschlossen. Immerhin. Oh. Ah, die Armbrust machtest du, ne? Ja, die Armbrust war geil. Dann warten wir für dich bis zur Armbrust. So. Muss ich ein paar Sachen ablegen, ey. So, Kristall, Obsidian. Kann ich hier die Holzkohle hinpacken? Ich habe auch Unmengen an Pilze am Start. Können auch hier alle rein. Okay. So, die Eier sind knapp 7,5, nee, 8 Tage haltbar. Also ich denke mal, so schnell verderben die uns nicht. Vor allem, wenn wir den Server jedes Mal abschalten. Ja, das müssen wir ja sowieso. Sonst sterben ja alle. Erdbeben. So. Juhu. Okay, komm, ich habe mich gerade entleert. So, Parasaurus, ich werde dich finden, pass auf. Einen versuche ich Der noch zu Arme. zähmen und wenn ich das jetzt nicht hinkriege, dann denke ich mir einfach Scheiß drauf. No. Huch, da. Edelsteine. Edelsteine! Tja, mit schlechten Neuigkeiten geht leider diese Folge auch zu Ende. Mein Parasaurus ist irgendwann verstorben durch irgendwen. Ich weiß nicht durch wen. Vielleicht habt ihr es in der Folge irgendwann gesehen, dass es angezeigt worden war. Vielleicht auch schon gestern. Ich weiß es nicht. Aber heute ist ziemlich viel passiert. Der Eierdiebstahl ist ziemlich fehlgeschlagen. Naja, ich habe die beiden Eier bekommen. Ich musste halt nur mein Leben dafür hergeben. Leider ist das so. Naja. Gut, ich werde mich jetzt auf jeden Fall nochmal losbewegen, einen neuen Parasaurus zu fangen. Ob das jetzt nun so einfach wird, das erfahrt ihr in der nächsten Folge. Ciao.